Ja, ich bin Klaus Hepp, Betriebsleiter vom Wintersportzentrum Herbeskopf. Wir sind hier an der höchsten Erhebung des Landes Rheinland-Pfalz mit 816,3 Metern. Also ich bin wirklich heilfroh. Ich habe recht behalten, Ende Februar, Anfang März nochmal Schnee zu bekommen. Das war meine Prognose und dazu ist es auch eingetreten. Leider sind die Vorhersagen der Wetterfrösche nicht so erfreulich, dass man sagen kann, der hält länger. Der Liftbetrieb wird sehr wahrscheinlich nur einen Tag dauern. Was erhoffen Sie sich? Ja, ich hoffe, dass also bis 15 Uhr der Besucherstrom hier doch noch erheblich zunehmen wird. Denn hier im Hunsrück und in umliegenden Dörfern und Städten, da müssen die Leute ja noch arbeiten, auch freitagsmittags. Und so denke ich, dass also am späten Nachmittag die Piste noch schön voll wird. Wir fahren heute bis 21 Uhr, hat also jeder gut Zeit, noch auf die Bretter zu steigen. Ja gut, durch die starken Schneefälle haben wir entschieden, wir bereiten die Piste vor. Wir versuchen, gegen Abend haben wir das gemacht, die Piste zu präparieren mit der kleinen Pistenraupe, haben den Lift Probe laufen lassen, damit auch alles funktioniert, die Maschinen beiseite geräumt, die Schneeerzeuger nutzen uns ja bei Temperaturen über Null nichts und so haben wir die Piste praktisch gestern Abend vorbereitet für den Liftbetrieb heute. Entschieden, dass wir fahren, haben wir erst heute Morgen um kurz nach 8. Cordula grün, Cordula grün.